Zander-Saisonstart. Willkommen zu einer neuen Folge. Zander kein Videoblog. Ich bin unterwegs und nehme euch jetzt mit an, zu den ersten Würfen, die ich auf Zander mache. Und dazu bin ich an den großen Fluss gefahren. Saisonstart an der Elbe. Und ich bin ja hier am, in der Grünhölle unterwegs. Kämpfe mich ein bisschen durch, parke jetzt aber hier, fahre nicht zu nah ran. Und ich weiß, wo ich hin muss. Werde auch wieder eine neue Ecke so ein bisschen abangeln, das mache ich jedes Jahr, weil ich da einfach so Lust auf Neugier habe, was ich dabei habe, wo ich angel, wie ich angel und ob ich erfolgreich bin, ob ich den Saisonstart Zander einnetzen kann, das seht ihr in den nächsten Minuten. Die vier Dekore, mehr brauche ich nicht. Pinky, Violettglitter, Turtlegrün, Reaktor, Greifer 10 Gramm und mehr nehme ich gar nicht mit, weil ich schaue nach der Struktur, wie der Fluss verläuft. Ich lese das Wasser, weil zu jedem Pegel stand, wir haben Niedrigwasser, ist der Fluss ein bisschen anders zu befischen und da gucke ich einfach drauf, wo der Köder rein muss. Konzentration, Ausdauer, gute Laune, damit fängt man Zander. Ne? Und der Köder, wenn du weißt, dass der funktioniert, dann funktioniert der auch in dem Moment, wo ein Fisch da ist und auch Bock hat. Da musst du nicht dauernd einen Köder wechseln und damit halt deine Unsicherheit ausdrücken und das auch nicht durch die Gegend schleppen, das ganze Zeug. Oh, geil, durch die Brennnesseln laufen. Jetzt sehe ich gleich die Elbe seit Monaten wieder. Wirklich die ersten Würfe jetzt. Ach, das wird so geil. Dieses Feeling hier. Hier einfach so Fußmarsch durch die Natur hier in der Elbtalaue. Das ist einfach immer wieder ein Erlebnis. Habe ich mich sehr, sehr lang drauf gefreut. Und genau mit diesen positiven Feelings hier, die ich mit dem Fluss habe, starte ich jetzt das alles. Und habe hier bloß Kescher, Route, eine kleine Umhängetasche, ne, wie gesagt, mit dem Nötigsten. Und ist das herrlich. Hier ist der Fluss. Und da unten steht der Rico. Herr Rico, unser Rheincoach, also Flusscoach, der mich hier im Zanderkan Coaching unterstützt. Einer der drei Coaches. Und der angelt das erste Mal jetzt auch hier. Und wir machen mal ein paar Buhnen weg hier. Da ist der Fluss. Ach, ist das geil. Da ist schon Rico. Moin, Rico. Morgen. Lass mal hier, Faust. Geil. So, reißen wir mal einen ab, wa? Auf jeden Fall. Also kein Köder, sondern mal ja, ein paar Strecke machen hier. Hast schon einen gefangen gerade, ne? Ja, einer ist schon draußen. Sehr geil, siehst du. Elbduft. Und dann, wenn ich richtig drinne bin, dann greife ich zur Route und dann dauert es nicht lange, glaube ich. Wir wollen auch mal ein paar neue Strecken beangeln. Einfach mal ein bisschen Strecke machen, reinkommen. Ne? Wir müssen nicht probieren und suchen, sondern wir wissen, was wir machen. Und das ist auch schon so ein beruhigendes Gefühl. Wenn du damit ans Wasser startest und in die Saison startest mit dem Feeling, dann hast du eigentlich schon den Fisch so gut wie im Kescher. Der erste Wurf. Das wird so gut, dieses Feeling jetzt aufzunehmen mit diesem Fluss. Strömung. Grund. Ach, geil. Grund. Ach, geil. Topwetter. Oh, geil. Jetzt schön reinangeln, ein bisschen Strecke machen. Ich freue mich. Das ist Elbe-Feeling. Schön durch die mannshohen Brennnesseln und Schilfbänke. Oh. Oh, gleich ist der nächste Spot erreicht. Das ist doch geil hier, sich so auszupowern hier. Erstmal stärken, was zu essen. Eine schöne Glasnudelpfanne und Pflaumenkuchen. Der Hin hat Pflaumenkuchen mit. Läuft bei ihm, wa? Rico wirft. Jetzt wird's heiter. Wetter wird drückend. Ach, schön. Das wird jetzt Zander manchmal nicht so gut, wenn es so ändert, das Wetter. Aber du kriegst trotzdem Beißphasen und Aktionen. Aber erst muss ich mich stärken und dann bin ich auch richtig am Start. So geil. Aufgegessen, weiter geangelt. Da ist er. Da liegt er in der Schöpfkelle.
Oh, zandert is. Der erste ist immer was Besonderes der Saison. Und was ist ein Zander in Sebastians Händen? Guter Anfang. Oh, im Nahbereich gebissen, das Ding. Schöner Fisch. Oh, ein schöner Fisch. Sind die Schöpfkelle nicht griffbereit, deswegen nehme ich ihn mit der Hand. Sehr kontrolliert. Und da ist er. Das ist für einen Fisch auch immer sehr schon sowas. Der ist aber jetzt schon Kaliber vernünftig. Und den Turtlegrün Zanderkant Kauli. Funktioniert halt einfach, ne? Habe ich eine Packung dabei von und weiß das einfach, ne? Dass in der Platz stimmt, Führung stimmt, was dann auch knallt. Und was ich jetzt mache, wird viele wundern. Weil der Turtlegrün hat er jetzt gefangen. Ne? Der hat ja funktioniert. Und jetzt nicht dem Glauben zu verfallen, dass nur der geht, wechsle ich jetzt auf Violettglitter. Einfach so, auch um es hier mal vielleicht zu dokumentieren. Boah, ein Ding. Wo wollte der denn hin? In die Packung? Keine Ahnung, wo der hin wollte. Yes. Boah. Mein erster Elbdrachen. Mein erster Elbdrachen. Yep. Zweite, hast du vorhin schon eingefangen? Ja, aber richtiger Drachen. Ach so. Sehr schön. Den müssen wir gleich da mal vermessen. Und? Violett. Weil, weiß ja nur auf grün. Turtelgrün, nein. Geil, Alter. Dickes Petri-Mignon. Ist das ein geiler Fisch. Ja, den wird gleich mal vermessen. Sehr schön. So richtig golden gefärbt, ne? So in dem dunklen Elbwasser. Sandboden. Ja. Also. Sehr schön. Ja, am besten ist immer, wenn man denen einen Schubs gibt, ne? Dann hauen die ab. Aber so, wenn man den nur so hält, weiß der nicht, wo er ist. Ja, genau. Der war sauer. Ach, herrlich. Rico. Boah, Junge. 70. Erste Mal Elbtalaue. Das hat er mal auf dem Hamburg-Tide-Elbe gefischt. Viel am Rhein, ne? Vor allen Dingen an der Weser auch schon und so. Aber eben, klar. Mein Coach ist er halt sehr flussäulend versiert. Oder hast du auch schon gerockt. Ja. Und jetzt das erste Mal so richtig so Elbtalaue. Schön. Und dann gleich 70. Gleich 70, schon frech. Ne? Und wen trifft man hier? Na klar, haben wir uns verabredet. Stefan? Moin moin, grüßt euch. Wohnt hier an der Elbe und kam ins Coaching vor voriges Jahr. Wie viel Zander hast du vor dem Coaching gefangen? 3 im Leben. Wie viel hast du in der letzten Saison nach dem Coaching gefangen? 78. Stück? 78 Stück in 6 Monaten. Größte? 84 auf Wobbler. Also, obwohl er hier wohnt. Also nicht immer denken, in dem Gewässer wird es ja genauso gut fangen. Es gehört schon einiges dazu an Gefühl und Wissen. Ne? Haben wir gut vermittelt. Wie zufrieden warst du auch mit Rico? Mega zufrieden. Also die ganzen Tipps nochmal vom Flussprofi zu haben, ergänzend dann mit den ganzen Tipps von Sebastian. Mega. Also 78 Zander sprechen, glaube ich, für sich. Brauche nichts weiter sagen. Jetzt aber genug mit der Werbung. Wenn, bewirb dich bei uns, wenn es interessant für dich ist. Unten verlinkt oder hier oben nochmal eine Infokarte. Und jetzt machen wir Pause. Warum machen wir Pause? Obwohl es gut beißt, weil wir zufrieden sind. Du hast dort auch gefangen, ne? 52er. Du warst auf einer anderen Strecke. Und das Geile ist, wir könnten jetzt noch mehr fangen und sowas, aber wir sind zufrieden. Mit dem 70er jetzt noch. Das ist auch wichtig, so als Message. Jetzt einfach mal runterkommen, das genießen, sagen, ey, wir waren erfolgreich. Ne? Und nicht das Ausreizen bis zum letzten Fisch, der möglich ist. Zumindest wir machen das so, weil wir ja, sag ich mal, schon gut satt geangelt sind, auch so tendenziell. Die erste Zanderlatte ist abgearbeitet. Der Saisonstart ist geglückt. Es geht weiter, wenn es noch Fisch gibt, haue ich das nochmal mit rein hier. Ansonsten genießt das. Die Zeit ist so gut jetzt. Bis zum nächsten Mal. Jetzt zum Sonnenuntergang. Herrliches Licht jetzt gerade. Bin ich nochmal raus hier auf dem Prallhang. Rico ist ein Stück weiter unten. Und hier steht ein grimmiger 60er in der Schöpfkelle, der sich jetzt fragt, was ist hier schiefgelaufen? Geiler Fisch. Also. Saisonstart jetzt nun mehr als geglückt. Bis zum nächsten Mal. Jetzt letztes Büchsenlicht.
habe ich noch mal einen Wobbler montiert, Nachtläufer, und tatsächlich hier hinten im Flachen im Rückstrom auf dem Prallwasser hier noch mal einen schönen Zander erwischt, der jetzt in der Schöppkelle liegt. Und zwar hier kommt die Strömung drauf gedrückt und prallt hier entlang, ne, an der Packung hier hinten rein und genau also diesem friedlich rückströmenden Wasser hat dann angesaugt. Jetzt aber wirklich Schluss. In diesem Sinne, die Köder habe ich mal unten verlinkt. Link zum Coaching auch. Und das ist ein Saisonstart, der geiler nicht geht. Also mit 5 Fischen, Rico seinen schönen noch. Top. Bis zum nächsten Mal.